Arbeitsgruppenergebnisse zu einem großen Ganzen zusammengebunden, der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, beschlossen in der verfassunggebenden Synode am 7. Januar 2012. Viele von den seinerzeit an dieser Herkulesaufgabe Beteiligten sind heute hier. Stellvertretend für Sie alle begrüße ich und sage herzlichen Dank an Altbischof Gerd Ulrich, den Vorsitzenden der gemeinsamen Kirchenleitung, und an Heiner Möhring, den Präses der verfassunggebenden Synode. Beide waren auch dabei, als wir an Pfingsten vor 10 Jahren hier im Ratzeburger Dom zusammengekommen sind, um den ersten Geburtstag unserer Kirche zu feiern und um Gott um seinen Segen für sie zu bitten. Und Gott hat uns reichlich gesegnet. So vieles ist gewachsen in den 10 Jahren der Nordkirche, einer in der Geschichte unserer jahrtausendalten Kirche vergleichsweise kurzen Zeit. Unseren Dank und unsere Freude über alles, was gelungen ist, wollen wir heute in Gottes Hand legen. Und wir bitten um Gottes heilige Geistkraft, damit wir die Hoffnungskraft unseres Glaubens freigebig mit anderen teilen und davon weiterschenken, damit wir weiterhin Verantwortung übernehmen in unserer Gesellschaft für ein Leben aller Menschen in Würde und Freiheit, damit wir Gemeinschaft und Spiritualität Raum geben können, auf das Barmherzigkeit, Trost und Nächstenliebe wachsen können, bei uns im Norden und weltweit. Und weil heute Pfingsten ist und an Pfingsten Gottes Geist uns verbindet und durch die Kirchräume weht, und weil wir es als Fest der Begeisterung feiern, lassen Sie uns doch mal schauen, wer wir denn eigentlich sind. Und dazu nehmen Sie bitte Ihre Liederzettel zur Hand. Und alle, die sich ehrenamtlich in unserer Kirche engagieren, winken bitte einmal ganz doll mit dem lilanen Liederzettel. Das müssten ganz viele sein. All those people working voluntary in our church. Alle, die im Sprengel Hamburg und Lübeck wohnen, heben jetzt mal ihren Liederzettel. Das sind auch ganz viele. Herzlich willkommen. Alle aus dem Sprengel Hamburg-Lübeck hatte ich schon, im Sprengel Mecklenburg und Pommern. Wow! Herzlich willkommen. Und jetzt der Sprengel Schleswig und Holstein. Ja, wir sind ziemlich gut gleichmäßig verteilt. Jedenfalls sieht das von hier oben so aus. And now, everybody who has traveled from another country or state to Ratzeburg in order to celebrate with us, please wave with your books. Thank you. Und jetzt kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass alle Hände hochgehen sollen, alle, die gern singen. Everybody who likes to sing. Wonderful. Thank you. So lasst uns singen und beten und uns freuen an den Wundertaten Gottes. So feiern wir diesen Gottesdienst und dieses Fest im Namen Gottes des Vaters, der uns und alles, was lebt, erschaffen hat und erhält. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der uns erlöst und befreit. Und im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns tröstet, ermutigt und verbindet. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you.
Dies ist der Tag, den Gott macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause Gottes. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lebendiger Gott, wir feiern Pfingsten. Geist, der lebendig macht, der uns bewegt und anstiftet zum Frieden. Trotzdem spüren wir manchmal diese Erschöpfung, wie müde wir sind von den Jahren der Pandemie, wie erschüttert wir sind vom Krieg. Komm, Geist des Lebens, erfülle uns mit Kraft und Licht. Großzügiger Gott, wir feiern Geburtstag. Trotzdem ist Krieg und Ordnungen wackeln. Die Angst greift das Herz an. Komm du, schenk uns Mut. Geistvoller Gott, wir sind Teil deiner weiten Kirche. Trotzdem herrscht so viel Hass und Gewalt. Menschen leiden, fliehen, sterben. Komm du, schenk uns deine Liebe. Gott, du Klang des Lebens, unbeirrbar nahe bist du allen, die in Ängsten sind. Du befreist aus der Tiefe, tröstest die Bedrückten. Wir danken und singen dir, wir atmen auf und fühlen, die Last wird leichter. Deine Liebe beschwingt und macht uns frei.
Und so singen wir von der Hoffnung, die in uns ist, durch deinen Geist, der uns eint, wenn wir singen, Gloria, dich loben wir. Lasst uns beten. Gott, du Atem unserer Seelen, du sendest deinen Geist und deine Kraft. Du machst uns lebendig und bist stärker als die Angst. Schick uns diesen deinen Geist für Verständnis und Frieden jeden Tag neu. Schick uns die richtigen Worte, dass alle dich hören. Führ Menschen zusammen aus allen Ländern und Sprachen, damit sie dich loben und von dir erzählen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und uns verbindet und neues Leben schenkt. Amen.
When the day of Pentecost had arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. O tunga som har ild, viste seg for dem, fordelte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av hellig ånden, og de begynte å tale på andre tungemål, alt efter hva ånden innga dem å sie. Nu wohnen in Jerusalem allerhand Juden, der dat mit ihren Glauben heel genau nehmt den und früher in Utland lebt han. Überall, wo dat Menschengift unter den Heven. De kämen, als dat Brusen losging in grodes Warm to hob und wie ein ordig verbiestert, denn jed ein hört, dat se jüst in Siensbrog reden den. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes enne, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist iga üks kuuleb oma sünnimaa murret? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Un viņi bija uzticīgi apostoļi mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Ik viena dvēsele pildījās ar bijību, gan daudz brīnumu, gan zīmju notika caur apostoļiem. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur lauždavo duoną, džiugia ir taurė širdimi drauge vaišindavosi. Вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися.
Jedes Jahr feiern wir in den christlichen Kirchen zu Pfingsten auf der ganzen Welt den Geburtstag der Kirche. Hier an diesem Ort wurde vor 10 Jahren die Nordkirche festlich aus der Taufe gehoben. Im Dom und vor dem Fernsehbildschirm sprachen damals tausende Menschen das Glaubensbekenntnis. Damals gab es allerdings noch keine Baustelle. Es war kein Krieg in Europa und Corona war ein Begriff für Insider für mexikanisches Bier. Damals, das war der Moment, in dem sie feierlich und gemeinsam begründet wurde, die neue evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland. Das tun viele Menschen auch heute, zeitgleich mit uns. So bekennen wir auch jetzt unseren Glauben und bekräftigen ihn. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, auffahren in den Himmel. Er sitzt durch Gottes, des Vaters, von dort gekommen, zu richten, Leben und Tod. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung und das ewige Leben. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage dabliebe. Bitte setzen Sie sich. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister in Christo. Entschuldigung. Liebe Gemeinde, das Pfingstfest ist ein frohes und helles Fest, dynamisch, duftend und schön. Von der Kraft, vom Atem des Heiligen Geistes, dessen Ausgießung auf die Gemeinde Jesu Christi, also auf uns, wir in diesen Tagen bedenken und feiern. In unserem Predigttext fällt der Heilige Geist auf die heidnischen Zuhörerinnen und Zuhörer des Apostels Petrus. Petrus spricht zu den Anwesenden über Christus. Er bezeugt, dass Christus von den Toten auferstanden ist und dass er danach mit ihnen, seinen Jüngerinnen und Jüngern, gegessen hat. Petrus bekennt, dass Jesus der versprochene Christus ist, und dass jeder, der an Christus glaubt, die Sünden vergeben bekommt. Daraufhin werden die Zuhörenden, auch die Heiden, also die nichtjüdischen Leute unter ihnen, mit dem Heiligen Geist erfüllt, sodass sie begeistert Gott loben und in neuen Sprachen reden. Es ist die Botschaft von Jesus Christus, von seinem Reden und Tun, von dem, was er für uns ist, die Herzen der Menschen bewegt
und sie für die Gabe des Heiligen Geistes überhaupt empfänglich macht. Petrus erzählt den Menschen nicht über sich selber und er verbreitet keine Geheimwissenschaften, deren Originalität die Menschen in Verzückung versetzen würde. Er sagt nicht, fangen wir mal klein an, nächste Woche geht es weiter, für die, die es interessiert. Er spricht nicht über die christliche Philosophie, wie man die Welt verstehen könnte oder sollte. Er sagt ihnen nicht einmal überlegene christliche ethische Grundsätze auf. Petrus erzählt ihnen von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Und die Zuhörenden werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie loben Gott. Das Lob Gottes ist einer der wesentlichen Bestimmungen des menschlichen Lebens. Wir Menschen sind dazu geschaffen, Gott mit unserer ganzen Existenz zu loben, etwas zum Lobe Gottes zu sein. Das Lob bricht aus den Zuhörenden hervor. Angesichts der großen Taten Gottes in Jesus Christus können sie gar nicht anders. Sie verstehen auch den letzten Teil der Rede von Petrus, dass Gott uns vergibt. Dieses große Problem ist also auch gelöst. Es sind keine Opfer mehr nötig, um sich Gottes Gnade zu verdienen. Sie sind nicht mehr ausgeschlossen von der Liebe Gottes, weil ihnen als Heiden die Verheißungen nicht gehören. Sie gehören dazu und können mit Gott und untereinander ins Reine kommen. Wie schön, wie überaus schön. Sie loben Gott und erfüllen damit eine der Bestimmungen des menschlichen Lebens. Aber sie loben nicht nur Gott, sondern sprechen auch in neuen oder anderen Sprachen. Sie sprechen anders als vorher. Auf einmal ist nicht mehr die eigene Sorge der Hauptgegenstand der Rede eines Menschen. Auf einmal ist nicht mehr der Fluch über die Vergangenheit für den gegenwärtigen Tag und für die drohende Zukunft das, was aus dem Menschen hervorströmt. Plötzlich ist der Mensch nicht mehr ängstlich oder so negativ, so kritisch gegenüber anderen wie vorher. Wo der Geist ist, da ist Freiheit, schreibt der Apostel Paulus. Auf einmal gibt es dieses große Gefühl von Freiheit. Freiheit von Angst und Sorge, von Ärger und Streit, von dem quälenden Vorwurf, nicht zu genügen, von dem Zwang, sich nach vorne zu spielen, von den Sorgensteinen und den Schuldvorwürfen, die die Schritte der Menschen schwer machen. Natürlich fängt man da an, anders zu reden, wenn man die Dinge anders sieht und sich befreit fühlt. Wenn wir Menschen einen Blick in den Himmel erhaschen, verändern wir uns und natürlich ändert sich auch die Art, wie wir denken und reden. Es braucht keine Zungenrede, um in anderen Sprachen zu reden. Es reicht Begeisterung und das Wehen des Heiligen Geistes. Anstatt sich darüber zu freuen, dass Menschen begeistert werden, Gott loben und ihren Lebenssinn erfüllen, anders reden und handeln als zuvor, sind die Christinnen und Christen, die mit Petrus nach Caesarea gekommen sind, schockiert. Dass die Heiden den Heiligen Geist bekommen haben, und zwar alle von ihnen, nicht nur einige, besonders Erwählte oder Begabte, nicht nur besonders Fromme oder besonders Gebildete, besonders Gesetzestreue oder sozusagen Mitglieder der Mittelklasse, das passt nicht in ihr Bild von Gott und der Welt. Gott baut sein Reich, aber Gott soll das doch bitte so machen, wie wir seiner Kirche das gerne haben möchten. Aber der Geist weht, wo er will. Der Geist drängt sich nicht auf.
Er zwingt Menschen nicht. Er bricht nicht gewaltsam in sie ein. Der Geist sucht und klopft an. Der Heilige Geist ist das sanfte Sausen, nicht der tobende, zerbrechende Orkan. Der Geist weht, wo Gott es will, und er berührt Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Volkszugehörigkeit, ihres Geschlechts oder sogar ihrer Weltanschauung. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes gibt Gott seiner jungen Kleinkirche einen Hinweis, wie es weitergehen soll, wohin sie sich entwickeln soll, wie sie diejenigen, die zur Kirche als zu einem Leib Christi gehören, aufnehmen und verstehen soll. Apostel Paulus beschreibt in Galater 3,28: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freie, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Diesen Satz hat der Apostel Paulus nach Auffassung mancher Exegeten schon vorgefunden. Er ist nicht von ihm geprägt, sondern stammt aus seiner älteren Taufliturgie. Zwei Texte und dieselbe urchristliche Erkenntnis. Wir, die vom Heiligen Geist berührt und erfüllt wurden, wir, die von Jesus Christus gehört haben und seine Botschaft zu Herzen genommen haben, wir sind über alle menschlich gezogenen Grenzen unserer Erwartungen an Gott und aneinander hinweg zu Schwestern und Brüdern geworden. Wir sind eins in Christus. Hier klingt das Thema der nächsten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes im kommenden Jahr mit: Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Die Nordkirche ist Mitglied in dieser weltweiten Gemeinschaft, im Lutherischen Weltbund, der weltweit 148 Mitgliedskirchen vereint. In diesen Kirchen werden Dutzende von Sprachen gesprochen, Hunderte von Sprachen. Und dennoch können die Mitgliederinnen und Mitglieder dieser Kirchen sich gegenseitig verständigen, durch die Sprache des Glaubens. Wenn sie sich um denjenigen sammeln, der sie aus allen Ecken der Erde, aus dem Osten und Westen, Norden und Süden sammelt, um Jesus Christus, dessen Geist die Menschen auch heute lebendig macht und ihnen neue Hoffnung schenkt. Wo der Heilige Geist weht, da wächst die Kirche, im Glauben und in der Liebe, an Menschen und Gaben, an gesegnet werden und segnen, über unsere Grenzen hinaus. Wir brauchen uns nicht zu entsetzen, wenn dabei unsere Erwartungen manchmal zerbrochen werden. Der Geist weht, wo er will. Sein sanftes Sausen erfüllt die Welt und die Menschen froh und hell, dynamisch, duftend und schön. Komm, Heiliger Geist. Amen.
Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung, damit der Geist sich verbreitet und damit der Geist praktisch wird. Wir bitten Ihre Kollekte. Am Ausgang stehen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, halten die Körbe hin und wir bitten für die Nothilfe des Lutherischen Weltbunds für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Rund 5 Millionen sind es seit Einmarsch des russischen Militärs. Die meisten von ihnen Frauen, Kinder, ältere Menschen. Die meisten haben bislang in Polen Zuflucht gefunden. Und seit Kriegsbeginn hilft der Lutherische Weltbund, organisiert, koordiniert, öffnet Zentren zur Verteilung von Geld, Lebensmitteln, Kleidung. Sie organisieren Unterkunft, Verpflegung, Sprachkurse, Kinderbetreuung, so wie viele das hier auch in Ratzeburg tun. Die Not ist groß und wir wissen und fürchten lange noch nicht zu Ende. Gott segne Gebende und ihre Gaben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, segne und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Gott, du bist der Gott des Friedens. Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine und an so vielen Orten deiner verkämpften Welt. Zeig uns, wie Frieden geht. Sag uns, wie können wir helfen? Für all die Verletzten und Getöteten, komm hinein in die Angst und Sorge und lass uns leben. Gemeinsam rufen wir zu dir. Thank you.
Jesus Christus, du Bruder, Freund und Mensch, wie be die für din Gemein, lot uns helpen, stark mocken, fieren und beten, lot uns to hope din karg wehen, as ein Deel von din Welt verhüt, just so as für jümmers. To hope rob wie an. Heiliger Geist, du lebensspendender, lautloser Atem, wir bitten dich für deine Erde, für Tiere und Pflanzen, für Luft und Meer. Schenke uns Zukunft hier und mit dir. Wir bitten dich für junge und alte Menschen. Lass uns als Kirche leben. Zusammen in deiner Welt. Du hörst uns. Dafür danken wir dir. Und gemeinsam rufen wir: Jesus Christus, alle unsere Bitten, alles, was uns beschwert und beglückt, bringen wir nun vor dich in dem Gebet, welches du uns gelehrt hast. Vater unser, liebe Geschwister, so viele Gebete, Ideen und so viel Musik. Aber eine Geste soll nicht fehlen. Und dazu bitte ich Sie alle, noch einmal Platz zu nehmen. Die Nordkirche feiert Geburtstag, aber wer bekommt eigentlich den Geburtstagsblumenstrauß? Eigentlich wir alle? Aber unsere Kirche hat eine Person, die unsere Landessynode repräsentiert, den Querschnitt aus allen Teilen, aus allen Ebenen unserer Kirche, mit Haupt- und Ehrenamtlichen aus Ost und West und Stadt und Land, unsere Präses Ulrike Hillmann. Und dich, liebe Ulrike, bitte ich jetzt nach vorn zu kommen. Ist auch für dich eine Überraschung, ich weiß.
Liebe Ulrike, du bekommst den Geburtstagsblumenstrauß stellvertretend für uns alle pfingstliche Rosen. Ja. Blühend in der Farbe der heiligenden, stärkenden, ermutigenden Geistkraft Gottes. Geburtstagsblumen, pfingstliche Rosen, stärkende, ermutigende und heilende Geistkraft, die sollen den Menschen überall in unserer Kirche zuwachsen. Und darum werden auch alle Gemeinden solche Geburtstagsblumen bekommen. Blumen, die jedes Jahr wachsen und neue Blüten zeigen mögen. Vor 10 Jahren hat jede Gemeinde einen Baum geschenkt bekommen und diese Bäume sind wunderbar gewachsen, auch heute und hier kann man davon sehen und hören. Zum 10. Geburtstag sind nun in die Gemeinden der Nordkirche unterwegs Setzlinge mit Pfingstrosen, nachhaltig gezogen. Möge viel Gutes mit ihnen weiter blühen und wachsen und das eben nachhaltig. Es ist Gottes Segenskraft, die uns zusammen wachsen lässt, die uns heilt und tröstet. Und sie möge im Zeichen der Pfingstrosen auch in den Gemeinden deutlich werden. Schön. Vielen, vielen Dank. Im Namen der ganzen Kirche. Und nun bitte ich Sie, sich zum Segen zu erheben. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Verehrte Damen und Herren, wir sind eine Landeskirche aus drei Kirchen. Wir sind aber auch eine Landeskirche auf dem Territorium von drei, mit einem Müh sogar vier, Bundesländern. Und deswegen sind wir stolz und froh und glücklich, dass Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, in denen wir Kirche sind, heute zu uns sprechen. Einmal noch was zu der Zahl 3. Einige von Ihnen, die vor 10 Jahren dabei waren, sehen vielleicht diese 3 Segel. Die wurden damals von 3 Menschen hineingetragen und sind nun heute wieder da. Die repräsentierten damals die 3 Kirchen. Und insofern 3 ist ja eine Zahl, mit der wir als Kirche gut können. Wir freuen uns nun sehr, dass Sie den Reigen eröffnen werden, liebe Ministerin Prien. Karin Prien ist im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, ein Ministerium, das mit einem Teil der Nordkirche sehr eng verbunden ist, nicht zuletzt auch mit diesem Ratzeburger Dom. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Ministerin, und bitten Sie um Ihr Wort. Sehr geehrte Frau Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt, liebe Abgeordnete des Deutschen Bundestages, der Landtage, der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Senator Rabe, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Boven, sehr geehrte Frau Präses-Hillmann, sehr geehrte Frau Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes, Frau Burkhardt, sehr geehrte Bischöfinnen und Bischöfe, sehr geehrte Gäste aus Kirche, aus Politik, aus Ökumene, Gäste der anderen Religionsgemeinschaften, meine Damen und Herren, dear guests from near and far. Bevor hier im Ratzeburger Dom am Pfingstsonntag 2012 zur Gründung der Nordkirche, ich darf so profan sagen, die Sektkorken knallen konnten, mussten die Verantwortlichen einen langen und beschwerlichen Weg zurücklegen. Wer damals auf die Gründung anstieß, der tat dies vermutlich mit großer Erleichterung. Schließlich war die Fusion ein langwieriger Annäherungsprozess dreier ehemals eigenständiger Landeskirchen vorausgegangen. Mehr als 5 Jahre haben Mecklenburg, Nordelbien und Pommern um diese Fusion gerungen. Damalige Wegbereiter sagen, zeitweise habe die erforderliche Zweidrittelmehrheit für den Fusionsvertrag auf Messerschneide gestanden. Hier in Ratzeburg, Pfingsten vor 10 Jahren, war es dann endlich soweit. Sie konnten ihr Gründungsfest feiern. Und heute feiern sie am Gründungsort den ersten runden Geburtstag, das 10-jährige Bestehen der Nordkirchen. Und überwunden sind die Gräben, vergessen die Anlaufschwierigkeiten, die Bäume sind gewachsen. Man könnte meinen, der Heilige Geist, das Pfingstwunder, hat der Nordkirche unter die Flügel gegriffen. Die Einigung hat jedenfalls geklappt und damit der erste Zusammenschluss der Kirchen über die ehemalige innerdeutsche Grenze hinweg vereint. In diesem Festgottesdienst haben Sie das heute mit uns allen gefeiert und ich darf Ihnen im Namen der Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein herzlich zum Jubiläum gratulieren. Auch aus meiner Sicht ist der Zusammenschluss die richtige Antwort gewesen auf die Herausforderungen, vor denen die Kirche stand und steht. Sinkende Mitgliedszahlen, abnehmende Kirchenbindung sind große Herausforderungen, denen sich die Strukturen anpassen müssen und auf die sich mit vereinten Kräften besser reagieren lässt. Und die Nordkirche weiß um diese Herausforderungen. Sie beschönigt nichts in ihren Analysen. Die Zahl der Pastorenstellen wird in den nächsten Jahren deutlich sinken. Die Zahl der Kirchenmitglieder wird voraussichtlich deutlich zurückgehen. Aber gleichzeitig sehe ich, wie sich die Nordkirche davon eben nicht entmutigen lässt. Im Gegenteil, überall in den Gemeinden gibt es kreative Kräfte, die Althergebrachtes auf den Prüfstand stellen, die nicht an Dingen festhalten, nur weil man sie schon immer so gemacht hat, die gerne Neues ausprobieren möchten und das auch tun. Während der Corona-Pandemie ist in den sozialen Medien eine ganz aktive Bewegung von Christinnen und Christen entstanden, die Kirche
in die Lebenswirklichkeit der Generationen findet längst auch auf Instagram und auf TikTok statt. Ihr folgt eine große Community, die Kirche ganz anders neu oder wieder entdecken will und kann. Da ist zum Beispiel die Nordkirchenpastorin Josephine Teske, die über 36.000 Follower auf Instagram hat. Das ist schon ziemlich viel. Das sind über 30.000 Menschen, die quasi eine Gemeinde bilden und täglich erreicht wird, die sich dort über Gott und die Welt austauschen. Wenn Fine, so wie sie von vielen liebevoll genannt wird, dort eine kurze Andacht feiert, dann sitzen auf den virtuellen Kirchenbänken teils mehrere hundert Menschen. Was für ein Kontrast zu manchem traditionellen Sonntagsgottesdienst mit oftmals nur wenigen Teilnehmenden. Schön ist es auch, die Pop-up-Church der Nordkirche anzuschauen. Entstanden ist das als Projekt einer Initiative von Vikaren, Nachwuchstheologen, die hier in Ratzeburg ausgebildet werden. Bei der Pop-up-Church poppen Pastorinnen und Pastoren tagtäglich mitten im Alltag auf. In der Fußgängerzone am Elbstrand. Kirche kommt an ungewöhnliche Orte, da wo Menschen sind. Viele sind sehr berührt, von dieser Art angesprochen zu werden. Es ergeben sich tiefgründige Gespräche und emotionale Begegnungen, wo man nicht damit gerechnet hat. Das zeigt, Kirche kann durchaus mit ihren Themen die Herzen der Menschen erreichen. Meine Damen und Herren, es erscheint mir wichtig, dass sich Menschen mit solchen Ideen in der Kirche entfalten und sich ausprobieren können. Dafür brauchen sie die Kapazitäten, den Freiraum und natürlich auch die Akzeptanz innerhalb der Struktur. Es wäre schade, wenn ihre Gestaltungskraft an Bedenkenträgern zerschellen würde, die das Internet immer noch für etwas halten, was sich schon von selbst erledigen wird. Oder die darauf vertrauen, dass Gott seine Schäfchen schon irgendwie in die Kirchen zurückführen wird. Gottes Wege sind zwar unergründlich, aber ich befürchte, beides wird eher nicht passieren. Daher wünsche ich der Nordkirche zu ihrem Jubiläum vor allem den Mut und die Kraft, die Zukunft der Kirche so bunt und vielfältig zu denken, wie es sich insbesondere der theologische Nachwuchs traut, der damit immer mehr Gemeinden offene Türen einrennt. Und es ist ein tolles Hoffnungszeichen, dass es in der Nordkirche unzählige Ideen gibt, wie eine Kirche im Umbruch noch attraktiver werden kann. Viele Kirchengemeinden probieren neue Ausdrucksformen gemeindlichen Lebens, um Kirche für Neuentdecker und Wiederentdecker zu werden. Und deshalb wünsche ich den Gemeinden der Nordkirche viele unterstützende Hände und viele kreative Köpfe. Das Christentum ist und bleibt ein wichtiger ethischer Kompass für Gesellschaft und Politik. Und zwar für die großen Fragen, aber eben auch für die kleinen Fragen des Alltags. Es geht um unser Zusammenleben, es geht um große Fragen wie den Klimawandel und den medizinischen Fortschritt. Wir brauchen eine ethische Fundierung, die unsere Entscheidungen leiten, und dazu tragen sie ganz wesentlich bei. In diesem Sinne wünsche ich der Nordkirche für ihre Zukunft großmögliche Begeisterungsfähigkeit und alles Gute zum 10. Geburtstag. Vielen Dank, liebe Frau Ministerin Prien, für diese auch genaue Kenntnis vieler Strukturen der Nordkirche. Danke, dass Sie so genau hinschauen und uns ermutigen und ermahnen, je nachdem, wie es nötig ist. Danke. Das zweite Wort zu uns kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Staatssekretärin Susanne Boven wird zu uns sprechen aus dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten aus Schwerin, einem anderen wichtigen Ort unserer Nordkirche. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Frau Boven. Sehr geehrte Frau Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt, sehr geehrte Bischöfinnen und Bischöfe, sehr geehrte Frau Präses-Hillmann, sehr geehrter Herr Minister Rabe, sehr geehrte Frau Ministerin Prien, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgemeinde.
Ich möchte Ihnen zu Beginn herzliche Grüße und die besten Wünsche von Frau Ministerin Martin übermitteln. Sie bedauert es sehr, dass sie heute bei diesem großen Festakt nicht dabei sein kann. Sie ist leider erkrankt. Sehr geehrte Festgemeinde, wir feiern heute eine Vereinigung über Ländergrenzen und historische Kirchengrenzen hinweg. Der Ort selbst ist dafür ein Symbol. Der Dom mit seiner kirchlichen und staatlichen Geschichte zwischen Ratzeburg, Mecklenburg, Lauenburg, Preußen und Schleswig-Holstein in der alten Bundesrepublik steht nun seit 10 Jahren in der Nordkirche in einem geeinten Deutschland. Aus der evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, der nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche und der pommerschen evangelischen Kirche ist die bislang einzige evangelische Landeskirche über die ehemalige deutsch-deutsche Grenze hinweg entstanden. Dieser Zusammenschluss hilft dabei, auch ein geeintes Vaterland zu werden. Er stiftet neue norddeutsche Identität. Der Name Nordkirche trägt das seit nun 10 Jahren in die Welt. Die Fusion passt sehr gut in das Selbstverständnis der Christen im Nordosten Deutschlands. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, ungehinderte Religionsausübung entsprachen der Sehnsucht vieler Kirchenmitglieder in Mecklenburg und Vorpommern in den Jahren vor 1990 und haben die Wende begünstigt und gefördert. Das wurde auch dadurch unterstrichen, dass sich viele Vertreterinnen ostdeutscher Kirchengemeinden seitdem in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt haben und auch heute noch mit großem Engagement für die Bewahrung der Schöpfung und der Demokratie einsetzen. Die Nordkirche wirkt identitätsstiftend und ist in unserer Gesellschaft eine wichtige Stütze unseres Wertesystems. Wir erleben gerade, dass Einigkeit, Frieden, Freiheit, Demokratie und Solidarität nicht selbstverständlich sind. Frieden halten, Frieden suchen, Frieden schließen. Aus 3 Kirchen wurde eine. Sie hat in den letzten 10 Jahren fest zusammengestanden und den Frieden gelebt. Die Kirche, die Kirchenmitglieder beweisen das mit kraftvollem Engagement. Jeden Tag in den Gemeinden in Norddeutschland und darüber hinaus. Insbesondere aber gerade jetzt in der Zeit des Ukraine-Krieges und der Flüchtlingskrise 2015. Sie haben Türen geöffnet, Menschen an den Tisch geladen, ihnen Herberge gegeben, aus tiefster Überzeugung. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Die Corona-Pandemie war und ist eine weitere Herausforderung, denen sich die Gemeinden vor Ort stellen und gestellt haben. Voller Hochachtung verfolgen wir als Land Mecklenburg-Vorpommern, was in den vergangenen 2 Jahren dennoch möglich wurde. Sehr geehrte Festgemeinde, Kirche und Staat sind gestaltende Kräfte, sichtbar nicht nur in immateriellen Werten, sondern auch in der Baukunst. Wir feiern heute gemeinsam im Ratzeburger Dom, einem beeindruckenden Zeugnis der Kirchenbaukunst und damit unseres gemeinsamen kulturellen Erbes. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten wir gemeinsam daran, die über 1000 Kirchgebäude zu erhalten und zu sanieren. Kirche und Staat arbeiten dabei zusammen. Mehr als 17 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt fließen in dieses große gemeinsame Projekt. Die Kirche muss im Dorf bleiben. Sie ist häufig der einzige Versammlungsort in abgelegenen Orten. Mein Wunsch zu diesem Jubiläum ist der, dass keine Kirche zugeschlossen bleibt, dass Kirchgemeinden bestehen bleiben und eine Öffnung als Versammlungsort und Begegnungsstätte und Möglichkeit für Kultur entsteht. Die Kreativität der Kirchgemeinden, der Bürger ist hier gefordert, zum Glück auch schon vielerorts sehr sichtbar geworden. Auch eine dem Gebäude angemessene außergottesdienstliche Nutzung trägt zu einer lebendigen Nordkirche bei. Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend möchte ich mit großer Freude auf das Jahresende 2022 blicken. Erstmals heißen wir das Jugendtreffen der Gemeinschaft von Tese in Mecklenburg-Vorpommern willkommen. In Rostock werden viele junge Menschen zusammenkommen. Der Tese-Orden lädt ein zum Dialog und zur Begegnung
über Religions- und Ländergrenzen hinweg. 10 Jahre nach dem Zusammenschluss zur Nordkirche ein weiteres ermutigendes Zeichen für gegenseitiges Verständnis und solidarisches Miteinander. Heute aber feiern wir die Nordkirche. Ich wünsche der Nordkirche Gottes Segen. Vielen Dank, liebe. Vielen Dank, liebe Frau Staatssekretärin, für Ihre ermutigenden und kundigen Worte, besonders zu den Gebäuden und zu der Kirche, die im Dorf bleibt. Vielen Dank. Wir hören jetzt ein weiteres Wort aus unserem dritten tragenden Bundesland. Wir haben nämlich einen Präses unter uns, dass wir eine Präses geehrt haben. Das wissen wir schon und diverse synodale Präses sind hier noch im Raum. Wir haben hier aber einen weltlichen Präses, nämlich den Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg, Senator Thies Rabe. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und uns aus Hamburger Sicht Ihre Grüße bringen. Herr Senator. Sehr geehrte Frau Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt, sehr geehrte Frau Präses Hillmann, sehr geehrte Frau Ministerin Prien, sehr geehrte Staatssekretärin Bowen, sehr geehrte Frau Generalsekretärin Burkhardt, liebe Bischöfinnen und Bischöfe, sehr geehrte Abgeordnete aus dem Bundestag und 3 Landesparlamenten, meine sehr verehrten Damen und Herren. 10 Jahre Nordkirche. Angesichts der langen Tradition der Kirche ist das ja eigentlich ein kleiner Wimpernschlag, nur ein Alter, in dem man die Kerzen noch vollständig auf dem Geburtstagskuchen aufstellen und auch mit einem Male auspusten könnte. Und dennoch, in unserer kleinen Gemeinde in Hamburg-Bergedorf ist die Linde, die wir bekommen haben, beim Start der Nordkirche mittlerweile schon ein anständiger Baum geworden, würde der Hamburger wohl sagen. Insofern also 10 Jahre, damit ist die Nordkirche zwar eine junge Kirche, aber die noch viel Kraft und Leben vor sich hat. Deswegen auch vom Hamburger Senat herzliche Glückwünsche an Sie alle. Neu ist die evangelische Kirche im Norden natürlich nicht. Seit 5 Jahrhunderten prägt sie unser Leben. In Hamburg waren lange Zeit die lutherische Kirche und der hanseatische Staat eigentlich eine Einheit, kaum zu unterscheiden.
Erst vor 150 Jahren begannen beide, ihr je eigenes Profil zu entwickeln. Im Rückblick war das eine schiedliche Entwicklung zur Selbstständigkeit und damit auch eine langsame Trennung zum beiderseitigen Vorteil. Und sie mündet ein in die gegenwärtig enge Kooperation zwischen dem Senat, zwischen dem Staat und der Kirche. Am sichtbarsten wird dies auch in dem Staatskirchenvertrag, den die Freie und Hansestadt Hamburg und die damalige nordelbische evangelisch-lutherische Kirche 2005 miteinander geschlossen haben. Eine besonders enge Kooperation, und ich darf das sagen als Senator für den Bereich der Schule, ergibt sich gerade bei dem Thema des Religionsunterrichtes. Hier arbeitet das Ministerium, das in Hamburg bescheiden Schulbehörde heißt, ganz eng mit der evangelischen Kirche zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das zunächst mit den verschiedenen evangelischen Kirchen auf dem Hamburger Staatsgebiet, später mit der nordelbischen Kirche. Zwar ist das aus Sicht der Nordkirche quasi vorgeburtlich, aber diese Zusammenarbeit klappt auch in den neuen Strukturen der heutigen Nordkirche ausgezeichnet. Ich bin deshalb sehr froh, dass meine Kollegin Ministerin Prien gleich am Anfang darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, dass in einer so großen Institution gleichzeitig die Freiheiten bestehen, jeweils eigene Wege zu gehen, um voranzukommen. Übrigens gilt das auch für die Bildungspolitik. Die ist ja, wie jeder weiß, Ländersache. Und das ist eigentlich gut, denn die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es, auf regionale Besonderheiten angemessen zu reagieren. Gerade im Hinblick auf die junge Generation unterscheiden sich auch unsere Bundesländer sehr. Hamburg ist eine lebhafte Weltstadt. In jedem Jahr ziehen rund 120.000 Menschen nach Hamburg und 100.000 andere ziehen wieder weg. Diese Dynamik zeigt sich auch in der Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler. Über 50% haben ausländische Wurzeln. In 30% der Familien wird zu Hause kein Deutsch mehr gesprochen. Hier liegt Hamburg tatsächlich an der Spitze aller Bundesländer. Das ist schon eine besondere Situation. 50%, ist das ein Problem? In Wahrheit sind wir in Hamburg froh darüber. Ohne diese 50% wären unsere Schulen öde und leer und ohne diese jungen Menschen wäre es um Hamburgs Zukunft schlecht bestellt. Zudem darf man sagen, der Weltuntergang ist ausgeblieben. Im Gegenteil, wie Normalzuwanderung geworden ist, zeigen unsere Medien, sozusagen eine Keimzelle unserer Stadt. Hörten wir früher noch Nachrichten, zum Beispiel vorgelesen von Karl-Heinz Köpke oder Werner Feigl, so lauschen wir heute dort Linda Zervakis oder Pina Atalay. Und wenn wir unser vertrautes Plattdütsch im Radio hören, bei Hören, Mahn, Beten, Tow oder anderen Sendungen, dann können wir nicht ganz sicher sein, ob vielleicht einer derjenigen, die da so kraftvoll Norddeutsch snacken, in Wahrheit Jared die Barber ist, mit Wurzeln in Äthiopien. Wie also lebt man als evangelischer Christ seinen Glauben in einer so vielfältigen Stadt? Wie erzieht man die Kinder? Diese Fragen stellen sich gerade dort, wo sich unsere Kinder täglich begegnen, in der Schule. Die evangelische Kirche hat diesen besonderen Umständen der Freien und Hansestadt Hamburg klug Rechnung getragen. Gerade beim Religionsunterricht zeichnet sich die Kirche durch eine bewundernswerte Offenheit und Weitsicht aus. Auf die Veränderungen der Hamburger Schülerschaft in den vergangenen Jahrzehnten antwortete die evangelische Kirche in Hamburg nicht mit einem Rückzug in die binnenevangelische Trutzburg. Vielmehr setzte sie seit den 90er Jahren auf dialogisches Lernen und eröffnete einen Religionsunterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Dieser besondere Religionsunterricht ist vermutlich ein Zwischenschritt gewesen zu einem wirklichen Religionsunterricht für alle, so wie er schon damals hieß. Denn jetzt kommen auch andere Glaubensgemeinschaften dazu und auch sie haben entsprechende Rechte in ihrer Heimatstadt. 2012 vereinbarte deshalb die Stadt Hamburg mit der evangelischen Kirche und weiteren Religionsgemeinschaften, den Religionsunterricht so weiterzuentwickeln, dass er künftig von mehreren Glaubensgemeinschaften gemeinsam verantwortet werden kann.
anders noch als bei mir, als ich Schüler in Norddeutschland war, ich verrate nicht wo, und immer wenn Religionsunterricht war, dann gingen einige Schülerinnen und Schüler in die Pausenhalle, andere gingen in die Nachbarklasse, weil sie alle ihren eigenen Religionsunterricht erleben wollten. Jetzt wird das in Hamburg gemeinsam verantwortet von allen Religionsgemeinschaften. Das ist ein Erfolgsmodell, finde ich, jedenfalls eines für die besonderen Rahmenbedingungen unserer Stadt. Das zeigt allein schon die Liste der Religionsgemeinschaften, die involviert sind. Denn neben der evangelisch-lutherischen Nordkirche sind das die islamischen Religionsgemeinschaften, die alevitische Gemeinde, die jüdische Gemeinde und jüngst, Sie werden es der Presse entnommen haben, sogar die katholische Kirche. Nicht nur mich beeindruckt deshalb die Offenheit, die die evangelische Kirche hier zeigt. Denn dieser Wille und die Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Glaubensgemeinschaften sind ja keineswegs selbstverständlich. Für mich zeigt sich darin eine evangelische Haltung, aus der heraus man sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern den Dienst am Menschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Offenheit, die Weitsicht und die enge Kooperation möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die in den letzten 10 Jahren daran beteiligt waren. Bei Synode und Kirchenleitung, beim Landeskirchenamt, beim Pädagogisch-Theologischen Institut PTI, bei den Mitgliedern der gemischten Kommission und bei all den vielen Menschen, die sich in der Nordkirche für den Religionsunterricht, aber auch für den Mut, besondere Wege angesichts der Vielfalt in der Nordkirche zu beschreiten. 10 Jahre Nordkirche. Bei dieser Jahreszahl denke ich als Schulsenator, gerade jetzt vor den Sommerferien, an das Ende der Grundschulzeit. Man hat Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt mit 10 Jahren, sich in das soziale Gefüge einer Klasse eingelebt und schaut ein wenig sorgenvoll, aber auch gespannt auf die jetzt kommende weiterführende Schule. Was kommt da? Wie sehen die neuen Gebäude aus? Mit wem wird man zusammen sein? Was sind die neuen Fächer? 10 Jahre ist für Schülerinnen und Schüler eine Aufbruchsstimmung. Ich wünsche deshalb der Nordkirche, ich wünsche Ihnen für die nächste Dekade die Zuversicht und die Weitsicht, die für einen solchen Aufbruch nötig sind und die evangelische Kirche in der Vergangenheit bereits so vielfältig gezeigt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich meine Maske verloren. Vielen Dank, lieber Senator Rabe, für Ihre ermutigenden Hamburger norddeutschen Worte zum 10. Geburtstag, bei dem man alle Kerzen noch auf einmal auspusten kann. Wir wechseln jetzt von der Welt der Politik wieder zurück in die Kirche und freuen uns auf das Wort von Bischof Dr. Christian Stäblein aus der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Denn keineswegs war die Nordkirche die erste, die die Ost-West-Grenze überschritten hat. Das hat man in Berlin-Brandenburg mit etwas anderen Kräfteverhältnissen schon längst erprobt. Bischof Christian Stäblein spricht auch als Nachbar eines Territoriums, wo einige Nordkirchengemeinden nämlich aufs brandenburgische Gebiet hinausreichen, weswegen wir eigentlich eine Kirche auf 4 Bundesländern sind. Lieber Christian, wundervoll, dass du da bist. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Dinge, die ich jetzt auch alle hätte sagen können. Aber ich habe eurer Landesbischöfin versprochen, ich könnte auch kurz. Und deswegen mache ich schon mal gleich Zeit am Anfang, indem ich es so mache, wie wir es gerade gesehen haben. Ich grüße noch einmal die, die den Blumenstrauß bekommen hat, verehrte Präses Hillmann. Und damit seien Sie, liebe Schwestern und Brüder, alle in ihr mitgegrüßt. Aus dem Süden bringe ich die herzlichsten Glückwünsche zu 10 Jahren Nordkirche. Wie es sich für Menschen aus südlicher Nachbarschaft gehört, sind es warme,
sonnige, ja, fast mediterrane Segensgrüße. Ich weiß gar nicht, warum Sie lachen. Von den Ufern an Spree, Havel, Oder und Neiße. Die Nordkirche liegt für mich, für uns in der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, na klar, im Norden, wörtlich und wirklich. Und da Sie, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört und Sie leben es, ein anerkanntes Erfolgsmodell von Fusion, Zusammenarbeit und Miteinander von Ost und West, von Metropole und schönen Stränden, von Marschland und Moor, von Hanse und Schwebendem ist, möchte man sogleich eines, am besten die ganze EKD darauf einnorden. Ich sage das, weil das Zusammenwachsen des Ost- und Westteils in der EKBO ja in manchem nicht unähnlichen Benefit hat, die Auseinandersetzung um Volkskirche und Bekenntniskirche, um das Verhältnis zum Staat, um das Selbstverständnis als Kirche, die nicht mehr Mehrheitsgesellschaft repräsentiert. Vor allem bei allem wahrlich Strecke machen müssen in Sachen Kilometer, vor allem welcher Reichtum an Vielfalt forderndem und spannendem, also ein Norden, jede Kirchenecke südlich, dass alle einmal, wie es Navid Kamani sagen würde, einen Schritt näher treten und schauen, dass das geht. Ja, bei allem natürlich nicht immer perfekten, erfolgreich geht, Zusammenarbeit, Synergie und Ausgleich. Vor 10 Jahren waren es Worte, jetzt ist es Realität. Das europäische Projekt Nordkirche, wie ich noch mal in dem Buch nachgelesen habe, Herr Beinker hat das vor 10 Jahren so aufgerufen, das europäische Projekt Nordkirche, das Miteinander, das wir so dringend brauchen und die Wahrheit, dass Gott ganz konkret mit unserem Leben verbunden ist, gerade weil nie an Strukturen, so schön und traditionsreich sie sein mögen, gebunden. Die Nordkirche ist für uns alle ein Muster von größtem Wert. Was möchte man an Jesajas Worte aus dem 41. Kapitel denken? Von Norden habe ich einen kommen lassen. Und er ist gekommen vom Aufgang der Sonne her, den, der meinen Namen anruft. Er zerstampft die Gewaltigen wie Lehm und wie der Töpfer, der den Ton tritt. Fast möchte man daran denken. Aber dann bleiben mir doch mitschwingendes Augenzwinkern und kräftiger südlicher Überschwang im Halse stecken. Kann gar nicht anders sein, diese Tage viel zu groß, die Herausforderungen viel zu ernst, die Situation um uns und nur unweit von hier, es ist Krieg. Und wer vom Schwebenden in Güstrow und Schleswig auch nur andeutungsweise spricht, weiß, was auf Schrecklichstes wieder ist, wieder notwendig ist. Ein Mahnmal für die Gefallenen, ein Engel für die Kriegsgräber, ein Ringen um Freiheit, ein Beistehen bei Flüchtenden und Trauernden. Die Nordkirche ist für mich auch, weil wir in der Grenze nach Osten miteinander verbunden sind. Die Nordkirche ist für mich die Partnerin, die in Gegenwart und Zukunft als erstes zeigt, lasst Strukturen Strukturen sein, wenn Menschen Gottes Wort und Hilfe brauchen. Über alle Grenzen hinweg, in die Ukraine, nach Polen, gemeinsam sind wir da. Als wir vor 17 Monaten im ersten Pandemie-Weihnachten nicht genau wussten, wie wir das Kind in der Krippe jetzt wohl noch empfangen können, kam aus dem Norden die Idee des Singens auf den Balkonen und in den Stuben, all überall am 24. um 20 Uhr. Da wusste ich neu, Licht kommt aus dem Osten, Töne schweben von Norden. Was sind wir froh, dass wir eure Nachbarn sind. Ja, liebe Geschwister, Strukturen sind dafür da, sie zu transzendieren und Himmelsrichtungen, um sie zu relativieren. Ihr seid für die schwedischen Geschwister, mit denen heute die Partnerschaft besiegelt wird, ich weiß ja noch nicht, was ihr da vorhabt, ihr seid für diese Geschwister die Südkirche. Und es gilt sowieso, von Westen und Osten, von Süden und Norden werden alle kommen, nicht nur zum Pfingstjubiläum heute, sondern am Ende der Tage vor allem zum Zion. Mit Schwertern zu Pflugscharen, dann und dann wirklich und endgültig. Darauf hoffen wir gemeinsam voller Dank,
für gesegnete Nachbarschaft. Bei Nachbarn kann man ja immer nach Mehl oder Zucker fragen, wenn dies oder das mal alle ist. Bei euch kann man zudem nach Ideen und Zuspruch fragen, wenn dies oder das mal alle ist. Danke für die Gemeinschaft im Großen wie im Kleinen. Der Mensch gerne groß, Gott gerne klein, dichtete Kurt Marti einst weit im Süden in der Schweiz. Also von den Bergen bis ans Meer, Gott gerne mitten unter uns. Darauf lasst uns einander einnorden. Herzlichen Glückwunsch euch und weiter viel reichen Segen. Das wollte ich gerade sagen, diese Bläserinnen und Bläser haben diesen Applaus aufs Wundervollste verdient. Danke euch und danke dir, lieber Bischof Christian Stäblein aus dem nordisch-südischen, östlich-westlichen Nachbarland, bei dem auch wir klopfen und fragen dürfen, wenn wir was brauchen. Jetzt geht der Blick noch einmal in die viel größere Weite der Ökumene, nämlich nach Tansania. Eine der langjährigen nordelbischen Partnerschaften ging nach Tansania und wir haben unter uns Bischof Andrew Gulle, den leitenden Bischof der East of Lake Victoria Diocese, einer von 22 Diözesen, der mit rund 6,3 Millionen Mitgliedern zweitgrößten lutherischen Kirche der Welt. Er hat schon häufig die Nordkirche besucht, war bei wichtigen Ereignissen dabei, auch schon Gast der Synode. Bishop Andrew, we are so pleased to have you as our guest of honor. We are looking forward to hear your words of greeting. Please come.
Honorable Presiding Bishop of the Evangelical Lutheran Church in Northern Germany, Honorable Bishops of the Evangelical Lutheran Church in Northern Germany, Honorable Bishops from partner dioceses and churches, General Secretary of the Lutheran World Federation, Honorable Chairperson of the Synod of the Evangelical Lutheran Church in Northern Germany, Honorable DTMU leaders, Honorable political leaders, Honorable all participants who are here, ladies and gentlemen, I greet you in the name of Jesus Christ, our Savior. Praise the Lord. My name is Bishop Andrew Petro Gule of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania from the east of Lake Victoria Diocese. Geographically located on the northern part of Tanzania along the shores of Lake Victoria with some areas in the Lake Islands and close to the entrance to the Serengeti National Park. I'm very grateful to our grateful Father, God Almighty. Today, I'm here attending this historical event. I humbly stand before you and greet you on behalf of my fellow guests who are invited to attend and take part in this noble celebration of 10 years since the three churches were united in the year 2012. Kindly receive greetings from sisters and brothers from Tanzania. They greet you and praying for showers of Lord's blessing upon you in your daily life. They are praying for encouraging you to continue being faithful followers of Jesus Christ, our Savior, giving yourself fully to the work of the Lord, knowing surely that your labor in the Lord is not in vain. When I was informed that I will bring greetings on behalf of the diocese I'm leading and on behalf of other partners, churches from Tanzania and from other countries, I asked myself as to what I'm going to speak. I decided to speak only a few words as part of my greetings on unity and good governance in the church. I would like to congratulate you leaders for the visionary idea and decision you made to unite the three churches and form one church. I know that it is not easy to reach this kind of decision as it leads to some leaders losing their positions. Some leaders were ready to lose their position as church leaders and become normal bishops, knowing that the benefits of unity are much greater than leadership positions. Unity means more power, more influence in the community, nationally and globally, more voice, more financial power due to shared resources and more capacity to mission work. I believe that in a unit, there is more efficiency than when working separately. There is a Swahili saying that umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Literally means unity is power, separation is weakness. The founder of this church unit have actually done a biblical act by following Jesus' prayer for his disciples when he prayed that they may have unity, which is from John chapter 17, verse 21. And he emphasized that by being united, people will surely know that their
his disciples. Unity preaches. It is the ideal vehicle of evangelism. By your unity, there is a lot of blessings among yourself, which reaches beyond your borders to other nations. From your unity, we have been able to perform better mission work and serving the community through your mission organization. This is the result of the unity among you. Dear brothers and sisters, we as the diocese and churches that are working with you through your mission organization, your dioceses, are joining with you to thank God for he has been with you for 10 years since the establishment of Evangelical Lutheran Church in Germany and joined with you all through the 10 years. We pray that God will continue to lead you and guide you through. May he continue to strengthen your unity. I know that there may be some challenges that you may face, but they are normally needed of by stronger unity with good governance. I have mentioned good governance because many organizations and the unions collapse due to lack of good governance. I know that you are good in governance. I encourage you to continue updating and strengthening your governing systems and policies to ensure that they will go with the pace of your church growth and the growth of the church globally in a rapid changing environment. May the grace of the Lord Jesus Christ and the Lord of God and fellowship of the Holy Spirit be with you all as you celebrate this historical birthday. Amen. Thank you so much. Thank you so much, Bishop Andrew Gulle. Vielen, vielen Dank für diese Worte aus Tansania. Und wir kommen jetzt zu unserem letzten Gruß, der in einem letzten großen Akt mündet. Wir haben nämlich die große Freude, aus der Quelle der Partnerschaften des Ostens unserer Landeskirche Bischof Dr. Friedrich Modeus bei uns zu haben. Von dem Bistum mit dem unaussprechlichen Namen Wacke. Schon jahrzehntelang konnten pommersche Kolleginnen und Kollegen mit dem Bistum kooperieren und bei ihrer Einführung weiß ich, dass Bischof Dr. Abromeit dabei war und dass es enge Verbindungen gibt zwischen Ihnen und der Nordkirche. Und wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns sprechen und dass es dann auch noch zu einem kleinen politischen Akt kommen wird. Bischof Modeus, Sie haben das Wort. Happy birthday, dear friends in the Nordkirche. This is the fourth time that I visit you as a bishop, but it is the fifth time in my life, because 42 years ago I was here as a teenager, a bit ugly, very shy, but full of enthusiasm and faith in the future of the church. The friendship link between Växjö Diocese in the Church of Sweden and the Pomeranian Church, which 10 years ago was one of the churches that merged into Nordkirche, goes back to the 1950s or 60s. Our churches were close to one another, although far apart. Separated by the Baltic Sea,
and the politics of the Cold War. Although, or maybe I should say because of these challenges, a very, very deep friendship started to grow between us. 22 years ago, the relationship between church and state changed in Sweden. We used to be a state church, and we became a free church. Of course, the changes in Sweden were in no way as big as here in northern Germany when Nordkirche was founded. But I believe that we share the same experiences: insecurity, anxiety, maybe even fear and hope for the future. Today, from the perspective of 22 years in Sweden and those 10 years in Nordkirche, I believe it's accurate to say that very many things are good. And we need to start there many times in our churches with thankfulness for what is good. We have to start with saying thanks to God for the people we have and for many people wanting to build the church together for the future. Let us not start in those things that are not good, but in thankfulness for what we have. Combining different cultures takes time. For me, the road ahead is quite simple. We need each other. We need to work together. We need fellowship. We need friendship. We need one another. We need to exchange ideas. We need to meet just to get to know one another. And we need Christ. This goes for both of our churches. This goes for the partnership between our churches, and this goes for the whole world. When we look upon the world, the wounds in God's creation are very, very painfully visible. The Russian invasion of Ukraine, climate change, poverty, racism, hate-related crimes, and so on. The church mission in the world is not that the world should be more ecclesiastical. The church mission in the world is that the world should be more human. As we heard in the sermon today, sisters and brothers, we are beyond all humanly drawn boundaries. We are one in Christ. So together, we join in the struggle for a better world, not just for the few, but for all. So I'm happy that today we will sign a new partnership agreement between Växjö Diocese in the Church of Sweden and Nordkirche. And I am happy that our link is in a way primarily focused on the Pomeranian Kirchenkreis, because that was where our deep friendship began in the 50s or 60s. In the agreement, we pledge to meet each other on a regular basis. We pledge to work for justice, peace,
and the integrity of the creation. All this is important. It is essential. But our most important pledge is that of continuous intersections. Encouraged by the words of Jesus Christ to make them one, we pray that our partnership will deepen as a visible sign of the Church and our mutual dependence on each other in a troublesome world. We belong together, and as a visible sign of that, I'm delighted to put my signature on our new partnership agreement today. So I visited this area of our global church for the very first time 42 years ago as a teenager. So when you are heading as a church into your teenage time, I wish you not to be shy, and you are not ugly at all, but I wish you faith in the future. Believe that Christ wants something from you and your church, and that your mission is building a church together with the young people, with everyone that wants to build the church, and believe that you can make a difference for the society and the world where the church has its calling. So happy birthday, Nordkirche, and God bless. Vielen Dank, lieber Bischof Modeus, für Ihre ermutigenden, kundigenden und auch belustigenden im guten Sinne Worte. Wir schreiten jetzt zur Vertragsunterzeichnung und brauchen die sogenannten Tischpfadfinder und die Stuhlpfadfinder. Was ein guter Zeitpunkt ist für einen Applaus für die Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Vertragsunterlagen werden vorbereitet von Frau Dr. André, der Kirchenleitenden, der Dezernentin für Mission, Ökumene, Theologie und diverse andere Dinge. Die Stifte sind auch besonders wichtig, dokumentenecht. Und jetzt brauchen wir die Protagonisten. Herrn Herder, Frau Hillmann, die Landesbischöfin und Bischof Modeus. Ich glaube, er wird es nicht machen. Das ist trotzdem.
thank you to be here this day. Partnerskaps avtal mellan den evangeliska lutherska kyrkan i Nordtyskland och Växjö stift i Svenska kyrkan. Den evangeliska lutherska kyrkan i Nordtyskland företrädd av kyrkoledningen och Växjö stift i Svenska kyrkan företrädd av stiftsstyrelsen ingår följande avtal. Den evangeliska lutherska kyrkan i Nordtyskland och Växjö stift i Svenska kyrkan sluter detta avtal där vi förnyar och bekräftar vårt partnerskap. Det gör vi i tron på kyrkans enhet given i Kristus. I medvetenhet om våra gemensamma rötter i 1500-talets reformatiska rörelse och vår samhörighet genom en mångårig och föränderlig historia. Med den gemenskap som sedan många år kommit till uttryck inom ramen för avtalet mellan Svenska kyrkan och Evangeliska kyrkan i Tyskland i åtanke. Uppmuntrad av Jesu Kristi ord så att det blir ett, Johannes 17:11, ber vi för att partnerskapet ska fördjupas som ett tecken på kyrkans synliga enhet. Ja, ich weiß nicht, Herr Stäblein, ob Sie so gut im Schwedischen sind, dass Sie jetzt schon wissen, was wir mit diesem Vertrag vorhaben. Aber für Sie und die anderen wiederhole ich das denn auch gerne noch auf Deutsch. Der Vertrag hat folgende Präambel. Die evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland und das Bistum Växjö der Kirche von Schweden schließen zur Bestätigung und Bekräftigung ihrer Partnerschaft diesen Vertrag. Im Glauben an die in Christus vorgegebene Einheit der Kirche, im Wissen um die gemeinsamen Wurzeln in der reformatorischen Bewegung des 16. Jahrhunderts und verbunden durch eine langjährige, wechselvolle Geschichte und mit Blick auf die im Rahmen des Vertrages zwischen der Kirche von Schweden und der evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland seit vielen Jahren gelebte Gemeinschaft. Ermutigt durch das Wort von Jesus Christus, damit sie eins sind. Johannes 17, Vers 11. Beten Sie für die Vertiefung der Partnerschaft als Zeichen von sichtbarer Einheit der Kirche.
gibt jetzt Exemplare, die werden ausgetauscht. Jede Seite kriegt ein schwedisches und ein deutsches Exemplar. Und dann haben wir noch ein Lied und ganz am Schluss einen Segen unserer Landesbischöfin. Am Ende Dankbarkeit und Freude für diesen Gottesdienst, für Grußworte und Partnerschaftsvertrag, für unsere Gemeinschaft hier verbunden im Livestream und mit so vielen Schwestern und Brüdern aus unseren Partnerkirchen. Dankbarkeit und Freude darüber, dass so viele hier sind, um mit uns diesen Tag zu feiern. Diesen Tag Pfingsten als Fest der begeisternden Lebenskraft Gottes. Dankbar bin ich Ihnen, den vielen aus Politik und Zivilgesellschaft, die dieses Nordkirchenjubiläum mit uns begehen, Ausdruck unserer guten Verbundenheit und von wichtigen und stabilen Beziehungen, die in vielen Jahren gewachsen sind. In der Krise der Corona-Epidemie ebenso, wie sie sich auch jetzt in der Gastfreundschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine und hoffentlich für alle, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, zeigt. Mein herzlicher Dank am Schluss gilt allen, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Zuerst dir, liebe Anne Burkhardt, für deine stärkende, ermutigende Predigt. Sie wird in unserem Herzen und in unserem Gedächtnis bleiben und sich in Wort und Tat zeigen. Danke dafür. Stellvertretend danke ich jetzt auch den Musikerinnen und SängerInnen, unseren Landeskirchenmusikdirektoren Hans-Jürgen Wolf und Konja Voll, Landesposaunenwart Daniel Rau. Danke an Christoph Liedtke Band und Michael Buffo,
Ein großes Dankeschön an alle, die sichtbar und unsichtbar diesen Gottesdienst vorbereitet haben. Stellvertretend danke ich der Rektorin des Pastoralkollegs und Sprecherin des Campus Ratzeburg, Pastorin Anne Gideon. Danke, liebe Anne. Den Kolleginnen. Den Kolleginnen vom Zentrum für Mission und Ökumene Nordkirche weltweit, namentlich Pastor Jörn Möller und Christa Hunzinger, den landeskirchlichen Beauftragten Claudia Bruveley, Thomas Kerst und Markus Wiechert und nicht zuletzt von ganzem Herzen Dank der Ratzeburger Domgemeinde, der Kirchengemeinde für ihre Gastfreundschaft, für alle Vorbereitungen, Telefonate, Besprechungen und alle Mitarbeit und Geduld, wenn es im Vorfeld dieses Tages auch einmal etwas durcheinander gehen sollte. Danke, lieber Dompropst Gerd Axel Reuß, Domküster Hartmut Koop und vielen Dank auch allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern und last but not least den guten Geistern des Kommunikationswerkes, stellvertretend Dorothea Frauböse, dem Team von 5 vor Film für den Livestream und Kommunikationsdirektor Michael Birkten. Und wen ich jetzt vergessen habe, dem danke ich auch nochmal ausdrücklich jetzt. Das Tischgebet haben wir jetzt schon gesungen. Das macht aber nichts. Wir ziehen gleich zur Bläsermusik aus der Kirche aus in den Innenhof des Doms. Dort wartet ein Imbiss auf uns. Dort können wir einander begegnen und gemeinsam feiern. Jetzt beginnen die nächsten Jahre, 10 Jahre Nordkirche zusammen. Gottes heilige Geistkraft stärke und ermutige uns. Carry on.